Nicht in Freiheit. Das wäre zu einfach. Schon wieder diese dummen Armreife. Wer sind Sie? Ich will antworten. Ich bin der euch nicht entkommen lässt. Furcht braucht ein Publikum. Und einen Dirigenten. Aufseherin? Ihr müsst zur Wasser gehen, wo das Leben beginnt. Was wollen Sie von uns? Klasse. Echt klasse. Das ist irgendwie auch mit eingeplant, dass wir hier kommen. Claire, schau! Da drüben! Ein Funkturm. Vielleicht können wir einen SOS senden. Brauche Hilfe. Ich hoffe, diese Kisten werden nicht zu oft vorkommen. Na, aber da sind scheinbar noch beste Massagen-Kids drin. Besserungskids. Siehst du? Du weißt, was wir jetzt wirklich brauchen. Ich hab dich. Das war so klar. Leck mich, Hollywood. Das war sowas von nicht einfach. Hör mal, Moira, es tut mir echt leid. Ich weiß nicht, in was ich dich verwickelt habe. Barry vergibt mir das nie. Ist nicht deine Schuld. Außerdem kann mich Barry mal. Der Typ meckert und jammert und nörgelt über echt alles. Und der nächste Schuppen nehmen wir rein spazieren. Schnell laden. Das ist für die Wumme sehr wichtig. Pistolen-Nachladezeit ist ja auch blöd, aber verkraftbar. Schnelleren Ball. Und? Nein. Schrottgewehr. Ist tot. Du bleibst hier. Ich schaue es mir mal an. Ah, allein unterwegs. Funktioniert. Scheiße, kann mich jemand hören? Ich heiße Moira Burton. Meine Kollegen und ich wurden hierhin verschleppt. Ich weiß nicht, wo wir sind. Wir haben diese beschissenen Armreife und diese verrückte Frau spricht zu uns. Irgendwelche Monster haben die anderen umgebracht. Bitte, schicken Sie Hilfe! Bitte! Mist!
wiederhole. Ich heiße Moira Burton. Oh Gott. Was ist das hier? Eine Linse. Mit einem Ozean. Okay. Treffergenauigkeit S. Haben wir relativ gut getroffen. 83,6%. Neuversuch 2. Haben wir A und Zeit B. Haben wir relativ mittel gebraucht. Ja, Gesamt-A-Wertung. Medaillen. Ach, Gegner mit Kopfschuss besiegt. 3 Schätze gefunden. 10 Riesen. Geißelspinnen erlegt. Mit Moira 6 verschiedene versteckte Objekte gefunden. Mhm. Na dann. Fertigkeiten einstellen. Oh, wir haben Skill Tree. Und Geld zu vergeben. Punkte zu vergeben. Muskelarm erhöht die Stärke von 2 Waffen. Schnellheilung verringert die Zeit, ein grünes Kraut zu verwenden. Oh ja, sehr wichtig. Powerhocker erhöht Feuerkraft in der Hocke. Naja. Wechselschub erhöht Feuerkraft für den ersten Schuss, nachdem sie Waffe gewechselt haben. Hochsexy. Schmackes erhöht den Angriffsstärke von Moiras Brecheisen. Mhm. Schön. Hartes Ziel erhöht die Angriffsstärke des Ziegelsteins, wodurch die Gegner einfacher zu betäuben sind. Schnelles Retten von der Zeit, die benötigt wird, um Partner zu retten. Ich würde mal hier erstmal schnelleres Heilen, halte ich für sehr wichtig. Power, ich weiß nicht. Zweitwaffe haben wir jetzt noch nicht so. Vollwaffe für den ersten Schuss. Jetzt habe ich hier Schmackes. Habe ich da eigentlich mal Punkte drauf? Dann gehe ich mal hier noch ein bisschen. Und die Heilungsfähigkeit des grünen Krauts. Stufe 1, 110%. Geladene Angriff hatten sie hier. Linke Maustaste ist im Nahkampfangriff aufzuladen. Starklicht erhöht die Effektivität von Moiras Taschenlampe. Blenden. Aha. Ja, ich gebe da auch mal. Schusserlaubnis. Claire und Barry verwenden ihre Waffen, wenn sie von Kühlen gestört. Munition wird dabei nicht verbraucht, aber Angriffsstärke ist gering. Kann ich nicht mehr leisten. Können wir die jetzt noch rein investieren? Ausweichen. Finden wir jetzt hier. Hm. Schnelle Heilen kann schon gut sein, aber Heilfähigkeit. Ich investiere mal hier für eine Heilfähigkeit. Dass sie besser, dass das mehr heilt. Mehr Punkte haben wir auch nicht. Na dann. Na dann, weiter geht's. Ein Zitat von Klafner.
Bleib beim Boot, kleine Lady. Ich mein's ernst. Ich muss ein paar Erwachsenensachen erledigen, aber ich komme danach zu dir zurück. Okay? Lass mich nicht einfach allein! Nein, 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 nein! Es ist zu gefährlich für dich, mitzukommen. Hier bin ich auch nicht sicherer. Gibt's auf diesem Planeten auch kleine Mädchen, die auf mich hören? Na gut, folge mir. Du gehörst jetzt zu mir. Komm schon. Dann wollen wir mal. Ein Funkturm. Das muss es sein. Was machst du hier ganz allein? Wo sind deine Eltern? Ich habe keine Eltern. Und ich weiß nicht, warum ich hier bin. Ich bin's einfach. Sie hat dich entführt, genau wie meine Kleine. Und sie ist eine Mutation. Wir haben es doch gesehen, das Armband. Niemand mutiert. Wäre das cleverste. Wahrscheinlich. Du hast keine Angst vor mir. Die haben noch Schwierigkeiten bei uns später. Nein, das ist in Ordnung. Pass auf! Oh. Käfer. Noch einer. Wo geht's denn hier weiter? Hier? Wie heißt du denn, Süße? Natalia. Na, das ist ein schöner Name. Meiner ist Barry. Barry? Ganz genau, benutze ihn sparsam. Mach ich. Wieso verbraucht er sich? Du schämst dich für den Namen. Das ist eine Munitionsverschwendung. Das ist wohl der einzige Weg hier durch. Na dann rein. Rotes Kraut. Objekte, die mit einem Plus markiert sind, können mit anderen Objekten kombiniert werden. Um Objekte zu kombinieren, wählen Sie kombinieren. Ach was, im Objektbildschirm. Oder kombinieren Sie sie mit Hilfe des Kombinieren-Bildschirms. Das ist nicht so das Clevere, aber ich glaube, das muss man kombinieren. Die Monster. Monster?
Ah, wir haben ihre Waffen. Ich muss mal. Und eine Pfeifen. Ist wohl einer der Infizierten aus dem Bericht. Warum hat die Kiste gerade geblutet? Aus welchem Bericht? Weißt du das? Ich kann sie irgendwie sehen. Okay. Natalias Wahrnehmung und Zeigen. Natalia hat die Fähigkeit, den Aufenthaltsort von Gegnern zu spüren. Indem sie Steuerung in die Hocke geht, kann sie die Reichweite ihrer Wahrnehmung erweitern. Benutzt sich Natalia in der Hocke, kann sie sich lautlos bewegen. Durch die schwere von Gegnern gefunden wird. Natalia kann außerdem versteckte Objekte finden, indem sie mit der rechten Maustaste auf sie zeigt. Da vorne ist etwas. Nein, sei vorsichtig. Tust du nicht, kleine Lady. Das ist zu gefährlich. Wieso? Ich habe keine Angst. Okay. Gegner hier. Okay, scheiße, wir können nicht wechseln. Vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Okay, wir schleichen uns durch. Stealth Game. Etwas. Sei vorsichtig. Überlass den hier nur mir. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Nicht so, als wäre es schlimm, unverbreitet auf die Gegner zu stoßen, aber. Okay, hier ist nichts. Fangenlagekarte. Ist etwas. Sei vorsichtig. Zu wissen wir, dass da jemand der Treppe steht. Das hätten wir auch so gesehen. Das Monster kommt! Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Nur ein bisschen taktischer vorgehen.
vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Nun von dieser Richtung. In dem Raum so wahrscheinlich. Etwas. Sei vorsichtig. Das ist schon ein bisschen mal angebracht, aber jetzt bei ihm bleiben. Wie kommen wir jetzt hier lang? Jetzt schauen wir noch eine Treppe. Hinauf oder hinunter führt. Runter führt sie. Was machen wir hier? Ich bin ein bisschen verwirrt. Hier kommen wir doch her, oder nicht? Ja, hier kamen wir doch her. Und wie kommen wir oben weiter? Das übersehe ich. Ja, hier müssen wir lang. Ah. Gegner.
Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Kiste aufnehmen. Schaffst du's? Ja. Ich habe bei diesem Kapitel mit dem Mädchen gerade ziemlich so ein Sixth Sense Flashbacks. War das ein Junge oder ein Mädchen? Ist doch egal. Was ist doch sein Kind, das dann. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Das Geister sehen können. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Und Ziegelstein. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Alles frei. Du hast mehr Mumm als ich. Mitten mit denen ausgeschaltet. Achso, die Kiste sind nur. Schön. Ich mache hier mal den Gegnerdetektor. Ein klein wenig wie schon mal vor, aber nur ein klein wenig. Ach, hier waren wir doch. Kein Gegner. Oh. Ich glaube, das so gut war. Dass wir hier runter sind. Die Verbesserung gibt es ja mal noch nicht. Hat sich ja nicht gelohnt. Vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Gegen am Gegner. Ein Ziegelstein. Ich hoffe, das hier nochmal durchmachen. Niedlich, aber ich finde besser heraus, wie man es stoppt.